macht es euch vor dem Fernseher bequem für eine neue Ausgabe von Kubik. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Installez-vous confortablement devant votre écran. Voici Kubik. Unser heutiger Gast ist Unchained. Nous accueillons aujourd'hui un groupe venu d'Allemagne. Hallo Tobias. Hallo. Salut. Je te propose de commencer par les traditionnelles présentations. Tobias, stell uns doch bitte dein Band vor. Am Bass, das ist der Philipp. Hier links an der Gitarre, das ist der Dima. Und am Schlagzeug ist der Pietro. Für welche Musik steht Unchained? Alors les garçons, vous nous proposez quoi comme style de musique? Für Metal, genauer gesagt für Metalcore. Oh. Wir sind gespannt, wie sich das anhört. On a hâte d'entendre ça. Alors, quel est le premier morceau? Liebe, was hören wir jetzt? Der Song heißt Deconstruction. Liebe Zuschauer, Unchained mit Deconstruction. We'll be right back.
Das waren Unchained mit Deconstruction. Bienvenue sur le canapé. Also Tobias, willkommen auf der Couch. Hallo. Hallo wieder. Tobias, seit wann gibt es Unchained? Wie kam es zur Gründung der Band? Depuis quand existe le groupe? Et parle-nous aussi de la genèse de celui-ci. Die Band gibt es seit 2009, zumindest in diesem Stil, den wir jetzt machen. Ja. Und wir sind eigentlich alles Bekannte. Irgendjemand kannte jemand und so kam es dazu. Also wir haben keine Anzeigen geschaltet oder so. Mhm. Vous ne proposez au public que des compositions, pourquoi? Ihr macht nur eigene Songs, warum ist das so? Ja, in erster Linie ist das so, weil das uns mehr Spaß macht. Mhm. Und wir denken, dass wir uns durch eigene Songs am besten ausdrücken können. Es geht besser als mit Cover. Und ihr habt jetzt die zweite Platte rausgebracht. Wie haben sich eure Songs im Vergleich zum Debüt verändert? Vous venez de terminer un deuxième album. En quoi est-il différent du premier? Ist alles etwas durchdachter und auch etwas aggressiver und härter. Ah. Ich habe auch angefangen zu shouten. Das war auf dem ersten Album noch nicht. Und es ist alles ein bisschen experimenteller auch. Okay. Wer schreibt bei euch die Texte? Alors, qui écrit parmi vous les textes? Das bin ich. Okay. Und wie läuft das? Comment tu fais? Es ist sehr unterschiedlich. Also manchmal liegt man einfach im Bett und will seine Gedanken irgendwie aufschreiben. Oder ja, es ist immer ganz unterschiedlich. Ist es schwierig, mit eigenen Songs an Gigs zu kommen? Est-ce que c'est difficile lorsqu'on écrit ses propres textes de se produire sur scène? Besonders schwierig ist es eigentlich nicht. Manchmal ist es sogar vom Vorteil, wenn man keine GEMA-pflichtigen Songs spielt, ja, weil die Veranstalter das manchmal gar nicht so mögen. Auf der anderen Seite muss man halt auch sehr, sehr viel selbst organisieren. Nous venons d'entendre un de vos titres, Deconstruction. Qu'est-ce que vous nous proposez à présent? Wir haben den ersten Song schon gehört. Welches Lied spielt ihr als nächstes? Der nächste Song heißt Reconstruction. Oh, erklär mir, was es damit auf sich hat. J'ai avoir besoin de quelques explications là. Also die Songs gehören eigentlich zusammen. Also bei Deconstruction geht es halt darum, sich selbst zu zerstören und in Reconstruction sich selbst wieder aufzubauen. Ganz einfach, genau. Tout simplement. Jetzt hören wir Reconstruction mit Unchained. Look at me and tell me what you see. A closer look that shows you what it's like to be me. You make decisions and there is no turning back. And if you disagree, you are off the track. And I won't hide the person that I am. It's time for change and time to let it go. That I am. It's time for change. It's time to let it go. Sick of cutting trapping yours. I'm on a head.
person than I am. It's time for change, time to let it go. And I won't hide the person that I am. It's time for change, it's time. Unchained. Philipp, was ihr spielt, klingt sehr interessant. C'est vraiment fascinant, Dankeschön. Ce que vous faites. Merci. Also, Philipp, was wollt ihr mit eurer Band alles erreichen? Quels sont vos projets, Philipp? Also, wir haben noch einiges vor. Wir wollen auf jeden Fall vom breiteren Publikum spielen, mehr Publikum bekommen. Wir wollen durchgehend Gigs spielen. Das ist, was wir am liebsten machen. Also, immer auf Tour sein, möglichst auch mal aus Deutschland rauskommen, über die Grenzen hinaus, international spielen, mit anderen Bands in Kontakt kommen. Also das, was man sich als Musiker einer Band vorstellt, wo es halt bergauf geht. Eh bien, messieurs, on vous souhaite donc beaucoup de succès dans vos projets. Vielleicht hören wir euch in Zukunft auch mal in Frankreich. Gerne. Ja? Pour le dernier morceau, qu'est-ce que vous nous proposez? Bevor wir uns heute verabschieden, spielt ihr noch ein Lied für uns. Wie heißt es und um was geht es darin? Der letzte Song, den wir spielen, heißt Breathe For Me. Da geht es um Trennungsschmerzen in der ersten Phase. Jeder kennt das, wie man es durchmacht. In unserem Song ist das so gerade der erste Sprung nach der Trennung. Deswegen ist er ziemlich roh und auch ungeschminkt und sehr unschön. Ah, super. Und sehr brutal. Danke, Philipp. Leider ist unsere Sendung für heute wieder vorbei. Nous arrivons déjà au terme de cette émission avec les traditionnels remerciements. Ich möchte mich noch bei allen Beteiligten bedanken, insbesondere Mosaik, TV8, TV Kristall, dem MKN und OKTV Südwestfals. Also seien Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei. Allez, je vous retrouve à la semaine prochaine. Comme d'habitude, salut Unchained! Scars on skin and on my soul. Slaughter your throat. I wanna go quietly. Slaughter your throat.
slave of a heartless witch, and charming looks that make me too a wretch. Slaughter your throat. For me, I wanna hear your soul.